Hallo, ich melde mich heute wieder mit einem neuen tollen ätherischen Öl für euch. Diese Woche Fenchel, Fennel auf Englisch. Und ihr denkt bestimmt, wow, noch ein ätherisches Öl. Ja, es gibt so viele wunderbare ätherische Öle und jedes für sich hat so seine eigene besondere Wirkung. Auch das Fenchelöl. Fenchel wird durch aus den zerstoßenen Samen durch Dampfdestillation gewonnen. Und auch da kann also dieses wirklich intensive Aroma auch gewonnen werden, dieses ätherische Öl, was eine ganz besondere Wirkung auch hat. Hervorzuheben ist, dass es hormonell sehr stark ausgleichend wirkt, was man sehr gut positiv nutzen kann. Deswegen aber bitte nicht in der Schwangerschaft anwenden. Da sollen die eigenen Hormone es so machen, wie die Natur es vorgesehen hat. Also nicht in der Schwangerschaft anwenden, aber wunderbar ist es zum Beispiel in der Stillzeit anzuwenden. Denn wenn ihr es zu euch nehmt, kann es über die Muttermilch dann auch für das Kind sehr positive Vorteile haben. Erstens wird die Milchproduktion auch ein bisschen angeregt. Und auch für die Verdauung, für die gleichmäßige Verdauung des Kindes kann es gut unterstützen, gerade wenn das Kind da vielleicht immer mal wieder mit Bauchschmerzen und Krämpfen, gibt es ja zum Teil auch bei den Babys, zu tun hat. Da könnt ihr es auch beim Baby ganz stark verdünnt anwenden. Das ist ein mildes Öl. Auch über die Muttermilch funktioniert das aber ganz wunderbar. Allgemein ist es eben ein sehr, sehr gutes Öl für alle Themen rund so um den Verdauungstrakt. Seien es Entzündungen, Reizdarmsyndrom, Blähungen, Verkrampfungen oder sonstige Geschichten, ist es ein ganz wundervolles Öl. Lasst mich kurz gucken. Ja, was auch ganz spannend ist, Thema Reiseübelkeit. Hilft es nämlich auch bei vielen ganz gut. Ist vom Aroma her natürlich ganz anders, weil es einfach viel süßlicher ist als jetzt vielleicht Ingwer oder Pfefferminz, die ja da auch sehr gut helfen. Von daher probiert mal aus, was für euch so das Optimale ist, wenn ihr mit dem Thema Reiseübelkeit zu tun habt. Ihr könnt es dann auch ganz viel aromatisch natürlich hernehmen oder auch tatsächlich auf den Bauch einmassieren, wie ihr es kennt, verdünnt mit einem Trägeröl. Auch spannend für Leute wie mich, die unter Laktoseintoleranz leiden. Wenn ihr da also mal Probleme habt, weil ihr doch nicht ausschließen konntet, weil ihr beim Essen seid, extern oder aus sonstigen Gründen, dass vielleicht doch etwas Laktose in den Gerichten ist, packt euch einfach immer mal ein Fenchelöl mit in eure Tasche und dann könnt ihr da etwas einnehmen, am besten innerlich und auch noch zusätzlich äußerlich auf den Bauch auftragen, sodass ihr dann weniger Beschwerden habt. Fand ich für mich selber auch ganz spannend. Genau, auch bei Sodbrennen, Gastritis, also diese ganzen Geschichten rund um Thema Magen-Darm-Trakt, das ist einfach unglaublich beruhigend und hat einen lindernden Effekt. Genau, ihr könnt es auf alle drei Arten anwenden, also innerlich, äußerlich und aromatisch natürlich. Und auch ein ganz spannendes Thema, emotional gesehen, ist es ein ganz tolles Öl, also es ist das Öl der Verantwortung. Und gerade, sage ich mal, für diese Themen, wenn man eben noch nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat, aus welchen Gründen und in welchem Alter auch immer, ist es aber zum Teil ja gerade oft aufgrund der vielen Änderungen einfach auch, die naturgemäß vorgesehen sind, so im Teenager-Alter, ein ganz wundervolles Öl, um da so die Teenager unterstützen zu können und in der Psyche, wo ja ein großes Auf und Ab der Gefühle manchmal da ist, etwas unterstützen zu können. Gerade wenn sie so ein bisschen lustlos sind, nicht so recht wissen, wohin mit sich, so ein bisschen schambehaftet vielleicht auch sind, wirklich in die Verantwortung dann zu kommen, für sich einzustehen und da auch sozusagen mehr auf sich zu hören. Ich würde, bevor ich noch emotional ein zweites Thema anspreche, da einen kurzen Teil wieder aus meinem wundervollen Buch vorlesen. Fenchel unterstützt die Menschen, die ein geschwächtes Selbstbewusstsein haben, die vielleicht sich von den Aufgaben des Lebens überwältigt fühlen und auch einfach noch nicht Interesse oder Kraft haben, sich den Themen und der Situation zu stellen und diese auch anzugehen, um sie zu verbessern. Es lehrt uns eben in die Verantwortung zu gehen, Entscheidungen zu treffen und dass das Leben also nicht schwer und zu viel sein muss, sondern es wirklich alles machbar ist, was wir an Aufgaben gestellt bekommen. Es ermutigt uns, die innere Integrität zu leben, frei von Angst und Scham und wirklich in diese Bewegung zu kommen
um wirklich aus dem Bauch heraus wiederum, daher auch das Sprichwort, passt wieder gut zusammen, für uns und unsere Wünsche und Ziele auch einstehen zu können. Auch ganz wichtiges Thema ist tatsächlich für Menschen, die aufgrund vielleicht von Essstörungen, was ja auch immer emotional eine Ursache hat, aufgrund anderer vielleicht sehr viel Diäten, zu viel an Essen, zu wenig an Essen oder aufgrund sonstiger Umstände ein gestörtes Selbstwahrnehmungsgefühl, ein gestörtes Körpergefühl haben und auch vielleicht schwer wirklich die Signale des Körpers von Hunger, schon satt, zu viel, zu wenig, nicht mehr so recht unterscheiden können und da wenig Zugang vielleicht haben, als sich den einfach auf Dauer abtrainiert haben, hilft Fenchel auch sehr gut, eben hier diese Körpersignale wieder besser wahrnehmen zu können, weil es wirklich hilft, dass wir auf die Bedürfnisse und die Körpersignale wieder besser hören können. Auch vielleicht bei älteren Menschen ist ja oft ein Thema, dass sie zu wenig trinken, ja? Und da kann Zitrusöle können einerseits sehr gut unterstützen, was dann auch ein bisschen besser schmeckt als das Wasser nur pur und hilft einfach auch so ein bisschen diesen Durst wieder anzuregen, aber da kann man es auch ganz gut mit Fenchel mal probieren. Sei es ihnen einfach aromatisch unter die Nase zu geben oder auch mal einzureiben. Manchen schmeckt es auch ganz gut, das muss man so ein bisschen ausprobieren. Genau, das wäre es gewesen zu unserem wundervollen Öl Fenchel. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich freue mich, wenn ihr in den Kommentaren mir vielleicht kurz schreibt, wie ihr das Video fandet. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese gerne auch hier. Setzt mir einen Daumen hoch gerne, abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Tschüss!